Ich habe gesehen, dass bei meinem DM und auch in anderen DMs ganz viel von den MNY-Produkten reduziert ist. Und ich weiß ja immer noch nicht so richtig, was mit MNY passiert, ob die komplett verschwinden oder ob die in eine andere Drogerie umziehen. Also ich habe eben das Gerücht gehört, dass MNY durch Catrice ersetzt wird bei DM. Ich weiß es aber nicht. Also bisher ist es nur ein Gerücht. Ich habe da keine offizielle Bestätigung bekommen und ich habe das eben auf dem Blog gelesen. Ich glaube, das habe ich euch auch schon mal erzählt. Und ja, also ich weiß nicht so richtig, was mit MNY passiert, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, die Sachen sind reduziert und ich könnte mir eben vorstellen, dass sie deswegen reduziert sind, weil MNY irgendwohin verschwindet, wohin auch immer. Und da dachte ich, da ich die Marke sehr gerne mag, zeige ich euch einfach mal die Produkte, die ich von MNY besitze und die ich euch empfehlen kann, falls ihr da nochmal zuschlagen wollt bei den reduzierten Sachen. Da lohnt es sich eventuell nochmal reinzugucken, bevor die dann, ja, weiß ich nicht, weg sind. Und sie sind jetzt eben wirklich ganz gut reduziert. Ich habe nur die Sachen jetzt rausgesucht, die nicht aus einer LE waren, weil es bringt euch überhaupt nichts, wenn ich euch jetzt irgendwas von ganz tollen Tönen aus der LE erzähle und ihr könnt die überhaupt nicht mehr nachkaufen. Deswegen habe ich jetzt einfach wirklich die rausgesucht, die im Standardsortiment sind. Ich fange mal an mit Lipgloss. Und zwar habe ich einmal die Farbe 569. Ist so ein dunkler, lila, leicht lila, goldstichiger Ton. Sieht geswatcht so aus. Den finde ich richtig schön für, also für tagsüber geht er auch, aber besonders für abends finde ich ihn sehr schön. Dann der hier, der ist, was weiß ich, wie oft in meinen Favoriten, Monatsfavoriten, Jahresfavoriten, was auch immer gelandet. Den mag ich richtig gerne, da werde ich mir auf jeden Fall noch ein Backup zulegen. Das ist die Farbe 365. Ein Pfirsichton. Pfirsich? Ja, Pfirsichgold, würde ich sagen. Korallgold, eher. Sieht so aus. Ja, es ist sehr viel mehr Korall als Pfirsich. Auf jeden Fall mit so einem leichten Goldschimmer dabei. Dann der hier, der ist für abends toll. Das ist so ein dunkles Lila. Auch mit einem Schimmer dabei. Ich mag bei diesen Glossen, dass die eine recht gute Farbabgabe haben. Und es sich tatsächlich... Es macht also tatsächlich einen Unterschied, welchen man nimmt. Weil es gibt ja Glosse, die sehen dann in der Tube oder in der Verpackung halt alle total unterschiedlich von den Farben aus. Und wenn man sie auf den Lippen hat, dann sehe ich teilweise überhaupt keinen Unterschied mehr. Also das mag ich bei diesen sehr gerne, dass man da wirklich einen Unterschied sieht. Also da lohnt es sich schon, andere verschiedene Farben zu haben. Welchen ich auch sehr gerne mag, ist die Farbe 377. Ein richtig schönes, leuchtendes Rot. So ein richtiges Feuerwehr- bis Kirschrot. Auch mit ein bisschen Schimmer drin. Das ist dieser Ton hier. Und das war es jetzt zu den Lipglossen. Ich glaube, die heißen My Color Gloss. Nee, also es steht nur My Gloss drauf. Aber es gibt auch noch Gloss in Tuben und die haben sehr viel weniger Deckkraft. Also es macht einen Unterschied. Schaut euch das genau an, ob ihr lieber ein Gloss in der Tube haben wollt, wo ihr eigentlich im Prinzip nur einen Glanz habt auf den Lippen oder eben wirklich die mit den Farben. Also wenn ihr Farbe wollt, kann ich euch diese empfehlen. Dann habe ich ein einziges Rouge, was ich auch richtig gerne mag, was auch immer wieder in meinen Favoriten aufgetaucht ist. Das ist die Farbe 301. Die passt wahnsinnig gut zu diesem, der die Farbe 365 hatte. Ja, die passen richtig gut zusammen. Swatche ich euch auch mal da drunter. So, das ist ein Korall, auch mit Goldstich. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit dem Licht irgendwie gut sehen kann. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen, aber das ist wirklich eine wunderschöne Farbe. Da muss ich mir auch ein Backup zulegen. Dann Lidschatten habe ich 4 Stück. Und zwar einmal die Farbe 110. Das ist einfach ein Weiß. Das mit dem Licht ist wirklich ein bisschen schwierig. Gizmo hat nämlich, also mein Kater hat mein eines Licht kaputt gemacht. Jetzt, also vorher hatte ich 2 Lichter und jetzt habe ich nur noch 1 und dadurch blendet es mehr, weil ich das näher ranholen muss. Die 2 Lichter konnte ich dann immer weiter weg haben. Ich muss mir mal wieder ein neues Licht kaufen. So, also jedenfalls das hier ist so ein reines Weiß. Braucht man
selten, finde ich. Also ich benutze selten so ein reines Weiß, aber hin und wieder dann doch, wenn ich so richtig, richtig, richtig doll highlighten möchte. Vielleicht so unter der Augenbraue oder auch im Innenwinkel vom Auge. Da benutze ich dann den sehr gerne. Dann ein Goldton, den ich viel benutzt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da ist vorne hier schon, ist schon eine ganz schöne Delle drin. Der hat die Nummer 713. Und könnt ihr so vielleicht schon ganz gut sehen. Also es ist ein richtig, richtig gut schimmerndes Gold. Achso, das Weiß kann ich euch auch mal eben auf dem Finger zeigen. Also echt gute Farbabgabe. Geswatcht sehen die so aus. Das Gold verschwindet, nee, da könnt ihr es sehen. Ich wollte gerade sagen, das Gold verschwindet irgendwie mit dem Licht. Aber da muss ich nur die Hand richtig drehen, dann geht das. Dann die Farbe 721. Ein dunkler Kupferton, ins Bräunliche gehend. Ja, kupferbraun. Den finde ich auch total schön. Ich wisch mal das weg, was ich da gerade an den Fingern hatte. So. Der hat einen wunderschönen Schimmer, wenn ihr das sehen könnt. Da ist er. Geswatcht. Und zu guter Letzt die Nummer 217 kann ich euch empfehlen. Ein bäriges Pink. Ist nicht so jedermanns Sache. Ich mag das aber total gerne. Also auch als Lidschatten. Ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man blond ist, glaube ich. Also Pink ist, ja, Pink kann ein bisschen gefährlich sein, aber bei Dunkelhaarigen ist es meistens nicht so das Problem, wenn man es ganz gut kombiniert. Der sieht so aus. Ja, das war es, meine Lieben. Also wenn euch die interessieren oder generell, wenn euch M&Y interessiert und ihr da nochmal schauen wollt, dann guckt mal, ob bei eurem DM auch was reduziert ist. Also ich gehe wirklich fest davon aus, also hier in Berlin, in jedem DM, in dem ich war, war M&Y reduziert drastisch. Und ja, schaut einfach mal vorbei, vielleicht könnt ihr da noch ein Schnäppchen machen. Dann bis bald, meine Lieben. Tschüss!